So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir hauptsächlich Counters Level gespielt und das hier. Und jetzt haben wir hier, ich gehe direkt in die Hard-Version von Rasierer LP. Ich will mir schon erstmal das Hard angucken. Was? Was? Wartungsarbeiten am Server ab 1.8.3 Uhr. Ich habe noch eine Stunde. Okay. This level has no bonus challenges. Red coins are necessary. Okay, wir gucken mal, was los ist. Mein Rasierer baut krasse Sachen. Ich glaube, seine Hard-Versions werde ich nicht schaffen. Aber ich will es erstmal probieren, bevor ich in die Easy-Version reingehe. Na? Müssen nicht gleich hier den Loop raushängen lassen. Jetzt gucken wir mal, was hier... Das war ein guter Start auf jeden Fall. Will ich da hoch eigentlich? Ich kann nicht abspringen. Kann ich von der Y nicht abspringen, so dass ich da hochkomme? Geht das nicht oder bin ich einfach nur zu doof? Ah. Geht das mit Anlauf? Oder will ich das jetzt einfach noch nicht? Ich habe es jetzt nicht richtig hingeguckt. Ich glaube, da brauche ich was dafür. Ich glaube, das geht so nicht. Oh Gott. Okay. Vielleicht will ich da erstmal klein sein. Um ehrlich zu sein. Da, der Sprung erscheint mir klein einfacher. Ah, da ist ein Block. Da ist ein Block im Boden. Oh je. Okay. So. Nein, jetzt. Der hat doch gerade funktioniert, dieser Sprung. Warum klappt der jetzt nicht mehr? Ah, warte, komme ich nicht direkt? Ja, natürlich. Ich komme da direkt dran. Ich brauchte da oben gar. Wait, wenn ich da aber direkt dran komme, kann ich mir den auch nehmen. Vielleicht doch einmal, ja. Wir gucken uns das erstmal an in Ruhe. So. So viel dazu. So, stopp. Okay, da haut es erstmal alle möglichen Mancher raus. Da kommen die nächsten. So, aber die interessieren uns gar nicht. Wo auch immer die herkommen, übrigens. Weiß ich gar nicht. So. Das ist jetzt wie eine... Oh, verstanden. Ist das einfach eine Resentor? Ja. Ach du Schande. Ach du Schande. Okay, wir gucken uns mal die Easy-Version an, was er da anders gemacht hat. This level has no bonus challenges, red coins are necessary. Also nach wie vor alles das gleiche. Okay, was ist jetzt hier easy an dieser Version? Denn die hat immer noch 0%. Was ist jetzt hier easy für den Rasierer? Also da muss ich nach wie vor... Wait, das, war das gerade hoch genug? Hä? Ist das jetzt hoch genug und vorher war es das nicht, oder wie? Ich bin verwirrt. Okay, die Ranken sind anders. Die Ranken sind jetzt so, dass sie mir direkt ins Gesicht springen. Okay. Ist das die gleiche Höhe oder bin ich jetzt dumm?
Das ist doch nicht die gleiche Höhe, ne? So, das... Okay, der Teil ist identisch. Und das da kommt, passiert auch alles. Okay. Aber wie soll ich denn... Oh nein! Verstanden. Ach du Schande. Ich soll eigentlich dann... Ja gut. Das ist jetzt halt passiert. Aber ich soll eigentlich von dem Ding aus... dann da hochspringen. Uff. Okay. Jetzt geht das wieder nicht. Ach komm. Da habe ich es einmal geschafft und dann... Oh. Ne, zweimal habe ich es geschafft. Ich glaube, der ist kürzer. Das kam mir vorhin viel höher vor. Oder ich bin einfach blöd. Oh Gott. Ja, ich habe fast damit gerechnet, dass das passiert. Aber es ging gut. Komme ich von hier aus nicht direkt da hoch? Nein. Ach, verdammt. Und dann, oh, dann fällt er da wieder runter. Oh. Aber ich will den Pilz nicht. Der macht hier alles nur komplizierter. Ist echt so. So, jetzt warte ich, bis der weg ist. Dann komme ich daran. Oh Gott, der ist so nah an dem Ding dran, ne? Ich würde gerne, aber dann komme ich in die Stachel da oben rein. Das haut nicht hin, wie ich das gerne hätte. Nee, das haut nicht hin, wie ich das gerne hätte. Okay. Und rüber. Uff. 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 Okay, wir gucken erstmal weiter, wie die anderen Sachen aussehen in dem Level jetzt. Wir wissen jetzt, hier vorne wären zwei rote Münzen und wir wissen, wie ich an die rankommen würde. Das wissen wir jetzt ja. So. Der Teil bleibt identisch. Es sind jetzt keine roten Röhren, es sind jetzt grüne Röhren. Und auch den Teil gibt es. Jetzt kriege ich hier eine Feder. Ah. Wollte ich nicht. Aber ich kann halt nicht... Doch, kann ich. Wait, wie... Oh. Ach so. So holt man die. Und jetzt kriege ich hier meinen Pi... Hä, es gibt keine Challenges, aber er hat die Dinger eingebaut. Okay, auch interessant. Nein, das wollte ich nicht. Okay, also komme ich... Ja, wait, wie komme ich denn jetzt da oben an die ran? Oh, das wollte ich nicht. Ah, Hilfe. Gib mir nochmal die Feder. Oh, wofür brauche ich den? Oh mein Gott. Da hinten, da unten ist auch eine... Die ist ja richtig ekelhaft. Aber wofür brauche ich denn den P-Switch? Ich check den P-Switch halt überhaupt nicht. Oh, Volltreffer.
Ach so. Ja gut, jetzt habe ich die Münze eingesammelt. Aber die würde mir natürlich die Stelle hier erleichtern, wenn ich die nicht einsammeln würde. Kriege ich das hin, da auf diesen Block zu kommen, ohne die Münze? Naja, toll. Ich würde jetzt fast spontan sagen, nein, ich kriege das nicht hin. Hallo? Boah. So, gib mir mal die Feder hier. Vielleicht brauche ich den... Aber wie komme ich denn an die da unten? Die ist ja super ekelhaft. Muss ich wieder... Ach so, ja gut, okay, mit der Feder geht das. Mit der Feder geht das sogar, ja. So, jetzt machen wir hier den ganzen Quatsch mal weg. Oh no! Oh. Gut weggemacht, den ganzen Quatsch. Oh Gott! Wo kommt der denn jetzt her? Ups, wollte ich nicht. Aber ist okay. Joi. Ist okay. Nein. Wait, sind jetzt so nicht die Münzen ein... Ah, oh, das gibt's doch nicht. Dankeschön. Geht das eigentlich? Ja, gut. So, jetzt sind nur noch die zwei vorne zu holen. Kam jetzt ja tatsächlich mit dieser Kuh... Wow. Oh no! Ich drück die jetzt mal kurz hier. Ich muss mal gucken, was hier passiert. Nix. Wie löse ich denn diese... Das ist jetzt nicht so gut gewesen. Ach Mann! Das war halt ziemlich dumm. Aber die Münze hier einzusammeln, kann ich nicht verhindern. Wofür benötige ich am Ende den Pi... Uah. Den P-Switch. Und vor allem ohne Feder muss ich das dann da unten... Oh Gott, ist das ekelhaft in der schweren Version, ne? Aber gut, jetzt muss ich erstmal hier wieder hochkommen. Das ist ja alles jetzt nicht das Problem. So. Ah, jetzt kriege ich den wieder nicht. Dauert das wieder 3 Jahre, bis ich das habe. Ist aber okay. Hopp, warum ist jetzt nicht geflogen? Hä? Dankeschön. Gut. Jetzt machen wir erstmal die Easy-Version, dass wir zumindest die hingekriegt haben. Die scheint ja auch schon entsprechend interessant zu sein. So, oh! Oh, jonglieren. Das geht ja mit der Feder interessanterweise auch ganz gut. Wäre jetzt cool, wenn die Feder dann die Münze einsammeln würde, ne? Wovon träume ich eigentlich nachts? Ich weiß es nicht. Trotzdem ist es schon ein bisschen creepy so... Och! Creepy so nah über der Lava den Quatsch zu machen hier. Selbst mit Feder ist das ziemlich
Vor allem, man darf halt nicht zu spät, aber auch nicht zu bald den A-Knopf drücken, weil sonst springt man... raus. Das ist genau, was ich meinte. Okay. So, stopp. Warten, warten, warten und raus. So. Okay, wir fangen mit dieser Münze da unten an. Weil wenn die weg ist, ist das schon mal gut. Oi. Okay. Okay, und raus. So. Das passt doch schon mal. Ach, nimm dir halt die blöde Münze da oben mit. Natürlich, war zu bald, habe ich mir gedacht. So. Zack. Dankeschön. So. Dann hier. Die hier holen. Auch kein Problem. So. Jetzt kommt hier die Kanonenkugel. Mit der könnte ich jetzt... Ja gut, mit der soll man dann wahrscheinlich normal da hochkommen. Ich schmeiß jetzt den P-Switch erstmal hier zur Seite. Ich brauche den gerade nicht. Ich kann mich auch so hier an das Ding ranhängen. An das Ding ran... Ah! Danke. Und dann da hochspringen. Oder auch nicht. Oh boy! Das wäre natürlich mit dieser Kanonenkugel simpler. Das ist schon klar. Ist wahrscheinlich auch mit der Kanonenkugel gedacht. Aber theoretisch würde es von der Ranke aus doch genauso funktionieren. Ah! Wieso ist man denn da? Wieso rutscht man denn da so komisch ab manchmal? Ah! Verstehe das nicht. Ah, mir kommt da. Alter! Hör auf damit! Ha, ich wollte gerade sagen, mir kommt da eine Idee. Nämlich, wo richtig, ne, sowas sein könnte. Aber jetzt werde ich sterben. Nein, werde ich nicht. Nevermind. Die anderen auch begehbar sind? Ja, zweimal macht er das nicht. Aber dann fehlt immer noch die 3. Weiß nicht, wo die dieser. Oh, warte mal. Kann ich die Bombe da auslösen, indem ich so einen Dive mache? Also nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Aber den Dive kann ich ja nicht machen. Oh, shit. Ich glaube, das war nicht so gut. Kommt die wieder? Okay. Irgendwie muss ich die ja auslösen. Ich habe aktuell keine Ahnung, wie. Aber gut. Jetzt muss ich erstmal wieder den Quatsch holen. Ach, Mann! Oh! Wenn ich so einen Feuerball da zu der Bombe bringen könnte, aber das kann ich ja auch nicht. Wow, da kommen erst die Munchies, habe ich vergessen. Ah! Ach, großartig. Was hat's mit dem P... Ich check den P-Switch halt auch nicht. Weiß nicht, wo ich mit dem... Was ich mit dem P-Switch anfangen soll. Ob da irgendwo eine Tür auftaucht? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Bleib oben jetzt. Hilfe. Mein Gott, ey.
Oh, warte, in die Röhre könnte ich auch noch mal reingucken. Da ist die 3. Alles klar. Gut. Haben wir das geklärt? Aber ich check halt nicht. Na, jetzt muss ich halt erstmal wieder diese blöde Münze hier unten holen. Bevor ich den Schlüssel nicht habe, werde ich wahrscheinlich eh nicht. Aber was will ich... Nachher habe ich dann die 5... Die 5 Münzen zusammen. Und habe halt den Schlüssel, aber... Der löst mir ja nicht die Bombe da aus. Ich bin super verwirrt. So. Die kann ich ja nur so kaputt machen. Das löst die Bombe auch nicht aus. Ach, verdammt, ey. Oh Gott, wenn ich jetzt in die Lava gefahren. Ah, Peacewitch spawnt weg. Okay, meinetwegen. Vielleicht machen wir erstmal die Pflanzen weg. Das kann's ja nicht sein. So. Nicht so. Ah, jetzt kommt ja die Mancha wieder an. Oh boy! Ach, jetzt habe ich sie resettet. Ah. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Gefährlich. So. Weg mit dir. Okay. Die Mancha kann ich ja nicht wegdrehen, ne? Nee, natürlich nicht. Weiß nicht, wie auf so eine... Nein! Ich drücke da immer zur Sicherheit hoch, falls ich an der Ranke landen sollte. Ach, komm ey, dann egal, dann lassen wir es jetzt halt mit den Pflanzen. Die Feder hätte ich aber schon gerne weiterhin. Nee, fliegen wollte ich jetzt eigentlich nicht! Na toll. Gut, wenn ich jetzt alle weg habe, dann ist es ja doch ein bisschen angenehmer wieder. Die Mancha haut es zu der Seite raus. Aber das reicht doch nicht, um da hoch zu... Mama! Aua! Was ist das? Was ich natürlich... Nein! Oh. Nein! Ihr wisst, wo das landet. Oh, ich check's nicht. Jetzt gehen wir wieder in den Hard Mode. Da habe ich halt die Feder nicht, ne? Das habe ich verstanden. Aber ich check auch den Easy Mode nicht. So, jetzt will ich erstmal gucken, ob das jetzt eine andere Höhe ist. Es muss doch eine andere Höhe sein, sonst wäre ich doch da vorne nicht hochgekommen. Ja! Das ist tatsächlich eine andere Höhe. Also da ist es ganz bewusst. Also zum einen komme ich halt wieder nicht dran. Hä, es ist nicht! Okay. Dann war ich davon einfach zu dumm. Ja, gut. Dann nehme ich das halt so hin, ne? So, und wie gesagt, hier kommen jetzt halt
Die Ruhe, die kommen schneller raus, ja. Ja gut, also die könnte ich mir holen, haben wir jetzt gesehen. Ich muss ja erstmal verstehen, wie der ganze Rest funktioniert. So, das ist klar. Wir gehen jetzt wieder nach oben und bleiben da. Gott! So, komm raus. Und dann tschüss. Und hops. So. Seht ihr das da unten? Das schafft man doch überhaupt nicht mehr, oder? Okay. Ja, das war nicht, was ich wollte. Ah, die sind hier auch, okay. Ah, das war nicht, was ich wollte. Nach wie vor nicht. Okay, also da hoch. So, aber was nützt mir denn die? Der... Ich habe ja hier genau das gleiche Problem mit der Bombe. Ich habe ja keine Feuerblume. Ich wollte jetzt gucken, ob die Münze wieder da ist, aber ich glaube nicht. Na, wenn man die einmal einsammelt, ist die weg. Bleib doch oben! Gott! Dass er sich manchmal einfach nicht... Jetzt bleibt er ja auch oben. Ich verstehe das nicht. Manchmal macht das einfach nicht. Heieieiei. So. Aber auch das verstehe ich nicht. Wie komme ich denn da drüben hoch? Also muss ich da auch mit den Kanonenkugeln hoch oder was? Ach. Das Problem ist, wir brauchen das gar nicht weiter probieren, weil ich nicht verstehe, wie ich die Bombe auslöse. Denn selbst wenn ich hier hochkomme, ne, selbst wenn ich hier die Münze hole, dann habe ich halt den Schlüssel. Aber keine Ahnung, wie ich hier die Bombe auslöse. Ne, ich meine, der einzige Unterschied ist, dass ich dann hier von der Seite komme und dann laufe ich hier durch. Aber mir fehlt eine ganz grundlegende Geschichte. Und die habe ich einfach nicht. Und ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. Mir fehlt ein Puzzleteil, das fehlt mir sowohl bei Easy als auch bei Hard. Nämlich, wie ich diese Bombe da hinten auslöse. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nicht... Wenn ich dieses Feuer da irgendwie darüber kriegen würde, aber ich kann das Feuer ja auch nicht, ne? Die Dinger kann ich ja nicht transportieren. Ha. Mit den Mancha-Darts kannst du eigentlich auch nichts zu tun haben. Kann ich mir nicht vorstellen, was die damit zu tun haben sollten. Die sind einfach nur zum Nerven da. Ich nehme an, hier kommt wieder eine Feder raus, wenn man die Bombe hier auslöst, aber diesmal muss man die Bombe praktisch auch vorher schon auch. Und genau, der P-Switch ist ja auch noch da.
bei dem habe ich keine Ahnung, was der am Ende auslösen muss. Soll. Wird. Wofür ich den brauche. Ich habe nichts gesehen. Was irgendwie... Was irgendwie, für den P-Switch eine Verwendung, wie eine Verwendung ausgesehen hat. Ich habe nichts derartiges gesehen. So, mach dich wieder weg da. Nicht im... Oh, ich wollte gucken, was da drüben ist. Ach, komm. Aber Türen müssten ja so eine Umrandung haben, ne, eigentlich. Wenn da irgendwie eine versteckte Tür sein sollte oder sowas in der... Oh Gott, ey. Oder sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist da auch nichts. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, die Türen so zu setzen, dass man sie nicht sieht. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Bin mir da gerade wirklich nicht sicher. Ich würde halt gerne mal den P-Switch auf dieser Seite hier drücken. Und dann gucken, was passiert. Und dafür muss ich ihn erst nochmal bekommen. Ah! Ach, hör halt auf, den da zu drücken. Nimm ihn doch ein. Nein! Doch einfach mit. Hast du ganz toll gemacht. So, wie time ich das jetzt wieder am blödsten? Jetzt. So, stopp! Diesmal nicht, diesmal nicht. So. Wie gesagt, hier will ich jetzt mal drücken. Aber da ist genau nichts anders. Ja, klar, die eine Münze ist jetzt hier halt, ne? Die Münzen werden halt hier zu den Blöcken, klar. Aber ansonsten nichts. Wie kriege ich denn das Feuer von hier darüber? Also irgendwie sagt mir, was das halt... Ne, dass ich da das Feuer brauche, um diese Bombe auszulösen, aber... Verstehe ich nicht. Und die Herrschaft, die das gespielt haben, die 5. Und hier 6. Die scheint das auch nicht zu verstehen. Also, ich bin da ja nicht alleine. Same. Same. Kann ich das hier einfach kommentieren? Nein, schade. Baut die auch Level? Baut die schöne Level? Die sterben jetzt alle. Smash. Schlüssel. Okay. Ist das jetzt so ein Turnier? Das ist das Turnier-Dings, ne? Okay. Achso, das bin ich. Das ist jetzt der erste Kampf. Ah, Kampf 1. Muss ich den besiegen? Ah ja. Das war Kampf 1. Okay. Ey, coole Idee mit dem Turnier, ne?
das so aufzubauen. Jetzt sind wir hier. Also Viertelfinale. Let's go. Kampf 2. Okay. Oh! Ich hab verloren. Okay, die Idee ist cool. Die Idee ist cool. Wir spielen mal das Level von Alina. Ah, ich muss die besiegen. So. Ah, ich muss es wieder aufmachen. So. So, wieder Viertelfinale. Wäre ich fast da reingerannt. Okay, jetzt muss ich aber mal gucken, ob man das nicht irgendwie noch besser angehen kann. Und das schon? Ach so. Ja, wie komme ich jetzt da raus? Ohne, dass die mir die Prügel rausschmeißen, hier die Springboards. Ja. Okay, so. Genau so. Gottes Willen. Checkpoint wäre cool übrigens nach dem zweiten Kampf. Yes. Du hast mich erhört, Alina. Danke. Oh, nice. Die nehme ich mit. So, komm, runter mit dir. Zack. Okay. Mach mal nicht da oben. Mist. Ja, das ist halt jetzt nicht so cool gewesen. Mist. Also den da oben am schnellsten erledigen. Am besten erledigen, wollte ich sagen. Nein, geh rein. Krieg ich den direkt? Ja, doch, den kriege ich. Ja, so nicht. Hilfe! Ich komme da nicht mehr raus. Ich komme da nicht mehr raus. Hilfe. Okay. Okay. Go. Bleib einfach hier. Danke dafür. Aber jetzt habe ich offen. Jetzt habe ich da offen. Das geht klar. Gut. So. Ich habe ein Springboard dabei. Finale. Oh, noch ein Checkpoint. Sehr schön. Finale. Kampf 4. Okay. Achso, ich habe ja ganz vergessen, ich habe ja Dinge dabei. Gut, einmal noch. Die Position hier ist ganz gut, weil hier passiert mir nichts. Na komm. Ah, jetzt sind da zu viele Wände. Ah! Ich treffe kaum noch. Komm, den letzten machen wir so. Jetzt raus hier. Nein! Oh Gott, nein! Oh, nö, Mann. Oh, war das dumm. Also schnell erledigt, bevor die ganze Quatsch da runterkommt.
Beziehungsweise so. Einfach so. Und dann nochmal drauf. Und dann einfach raus. Ohne da... Toll. Ah, toll! Ah, jetzt lass mich durch die Röhre. Dankeschön. Sheesh! So. Yay, Preisgeld. Eieiei. Coole Idee. Bisschen... Bisschen viele Springbots vielleicht. Aber okay. Aber coole Idee. Ganz nett, ja. Was hat die denn noch so gebaut? Caution. Warum Caution? You have to pay to get out. Aha. Speedrun Nightrush, 30 Sekunden. Symmetrie. Hookbar. Holy moly, die baut ja richtig viele Level. Eieieiei. Okay, komm, wir spielen mal. Wir spielen mal den Speedrun. 6,22%. Trust the course. Ja, ich bin gespannt. Ach so. Verstanden. Das ist so ein Ding. Oh Gott, was? Hä? Jetzt bin ich zu bald zu spät losgesprungen. Ja, zu spät gesprungen. Okay. Okay. Also ein bisschen regulieren muss ich schon. Alles klar. Oh boy. Da passiert so viel auf einmal. What? Habe ich jetzt einen Dreisprung gemacht, den ich nicht machen sollte? No. Das hat nicht hingehauen. Was ist passiert? Well, that just happened. Den muss ich jetzt drücken. Ah! Okay. Oh yeah. Alles klar. Den hätte ich noch. Ah. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Was meint ihr? 3 Sekunden? Kriegen wir den? Waren das jetzt die 3 Sekunden, die ich da rumgeidelt habe, weil ich den nicht gedrückt habe im Schluss? Waren das die? Da habe ich woanders noch mehr Zeit gelassen. Da muss ich... Okay, die Münzen, die gehen automatisch weg. Gut. Gut. Die Münzen gehen automatisch weg.
Ach! Käse! Ja, passt. Schneller geht's nicht. Also ich kann's nicht schneller. Sagen wir's so. Ich krieg's nicht schneller hin. Wenn das jetzt nicht der Rekord ist, dann habe ich Pech gehabt. Okay. Okay. Was soll ich tun? Ja, dann geht's halt nicht schneller. Ei. Schönes Level. So, jetzt folgen wir erstmal der Dame. Die baut nämlich auch coole Sachen, aber die baut anscheinend sehr viele Sachen. Das wird mich ein wenig überfordern. Haben wir noch was Schnelles zum Spielen? 1,59 Rekord, 8,40 Know-how. Nein, ich wollte nicht zurück. Ah, wo ist die denn jetzt hin? Die muss doch jetzt mit da irgendwo dabei. Da ist sie. So, komm her. The sky is not the limit. 3,15. Klingt halt zu viel. Siebenundvierzig. Oha. Das werden wir uns alles anschauen, aber gerade ist mir das halt zu viel, ne? Weil wir sind schon bei 47 Minuten. Naja, dann ist halt kein kurzes Level mehr drin. Aber die scheint echt interessante Sachen zu bauen. Ah, komm, die Quizshow machen wir noch. Muss ich dafür Kommentare anmachen? Ich hoffe nicht. Aber ich wüsste nicht, wie sie sonst die Quizshow hatte machen sollen. Quiz. Komm ich da rein? Ach, warte. Guten Morgen. So komme ich da rein. Fun. Okay, Fun. Ach so, was macht dich groß? Der Pilz. Ah, verstanden. Ja, mach. Was ist jetzt die Frage? Da ist das Feuer in der Mitte. Was ist auch Feuer? Das wäre die Feuerblume, aber... Ja. Keine Ahnung. Feuer ist die Feuerblume. War das jetzt richtig oder war das jetzt... Wait. Das war wohl richtig, keine Ahnung. Giftpilz und Cooper, na, das kann er nur er hier sein. Jo, komm her. Bist du der Quizmaster? Oh, Mist. Ich habe gelernt, bei dem kann man einfach auf der Stelle bleiben und man besiegt ihn. Ja, okay, cool. Soll jetzt die Farben mischen, oder was? Grün.
Hä? Wie hat sich die denn jetzt... Ach, die waren dort einfach so. Okay. Das ist doch wohl ein Stachy. Interessante Idee. Was auch immer das hier ist. Ach so. Gib mir mal... Ach so, ich soll... Verstanden. Jetzt sind wir schwer genug, jetzt kommt ein Koopa raus. Oder auch nicht. Oh! Wo kam der denn jetzt? Ja, der kam ja interessant. Okay. Nein! Was? Oh! Was ein Käse. Oh, was ein Käse. Oh no. Das war nicht, was ich wollte. Move. Kaputt. Zack, 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 zack. Das war er hier. Und der hat mich gerade gekillt. Ah. Ungünstig. So, das meinte ich mit auf der Stelle bleiben. Ungünstig. So, grün. Komm her. Das war er. Jetzt kann ich da direkt runter. Sehr gut. Können wir diesmal bitte nicht von dem Kollegen erschossen werden? Das wäre super. No! Das ist die falsche Seite. Panzer. No Panzer. So, jetzt gehe ich einfach nicht zu dem Panzer, sondern einfach nach oben. Ei, was kommt jetzt? Pilz plus Blume. Hä? Ist doch nicht... Ich weiß nicht, warum es Giftpilz sein soll, aber es ist halt auch nicht Stern. Ja, wieso ist Pilz und Blume Stern? Warum ist denn Pilz plus Blume Stern? Welchen Sinn hat das denn? Welchen Sinn hat denn Pilz plus Blume ist gleich Stern? Hierher. Dankeschön. Komm mit. Das erleichtert mir hier drüben gleich die Geschichte. So, jetzt kann ich hier gleich den noch mit nutzen. Zack. Jetzt kommt der Teil hier wieder. Jupp. Jetzt einfach mal. Nee, schon wieder. Oh. So, danke schön. Ich weiß zwar nach wie vor nicht, warum Pilz und Blume Stern sein soll. Aber gut. Oder was der Stern da bedeutet. Ich weiß es nicht. Warum ist Pilz plus Blume gleich Stern? Kann denn mir jemand das erklären? Ich hätte halt gedacht, so, ne, Pilz und dann... Oh, okay. Und dann, was sind denn Kommentare so hier? Ach so.
Ich wollte Kommentare lesen, nicht schreiben. So gut, Kurs, Wahnsinnsidee. Irgendwelche sinnvollen Kommentare, die so fragen: Why is Mushroom plus Fireflower equals Star? nein, anscheinend nicht. Anscheinend bin ich einfach doof dann. Oh, guck mal, ein kurzes Jump'n'Run noch. Das kriegen wir noch hin. Boy. Was war das denn? Warum hat er das jetzt gemacht? Oh no! Wieso hat er denn jetzt eine Stampfattacke da draus gebaut? Mist, es lief so gut. Oh, das kriege ich jetzt doch nicht mehr hin. Aber vielleicht kriege ich es auch doch wieder hin. Nein! Ich kann halt keine Walljumps, ne? Okay. What? Oh, no. Ist der falsch? Hä? War der irgendwie falsch? Ich kann den doch nur so lassen. Muss ich das hier tun? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinkomme jetzt. No, das wollte ich nicht. Okay. 14 Sekunden. Oh boy! Ich hätte... Oh no! Oh je. Null. Gut, wir haben es immerhin abgeschlossen. Ah. Was sagt der Rekord? Simon. Nee, schaffe ich nicht. Nee. Selbst mit dem Quatsch, den ich gemacht. Nee. Schaffe ich nicht. Okay. Ey, die hat echt einen coolen Levelbaustil, ne? Muss man mal sagen. Das sind wirklich schöne Level, finde ich. Gefällt mir. Werden wir dann uns noch ein paar Level von ihr anschauen demnächst. Das hier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß es nicht. Ich krieg's nicht hin. Gut. Gott, langsam wird es unübersichtlich, weil ich immer mehr Leuten folge. Aber ist egal. Das ist auf jeden Fall, denke mal, eine Erstellerin, die interessante Sachen baut. Und wo man ab und zu mal was Schönes mitbekommt. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall an der Stelle. Und, ja, tschüss.